Ja, ich habe eben festgestellt, dass ich gar nicht aufnehme. Und herzlich willkommen zu Submerge mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Tabletten. Ja, in der letzten Folge haben wir ja da drüben gestanden. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit hier geplappert und erzählt. Und habe was gefunden. Wartet mal. Das hier habe ich, glaube ich, gefunden. Das lag da unten. Da. Und ja. Und dann fiel mir auf, ich nehme ja gar nicht auf. So ist das eben, wenn man älter wird. Aber das ist... Da war er wieder. Ich habe ihn gesehen aus dem Augenwinkel. Der verfolgt uns hier. Da können wir hoch. Vielleicht gibt es da hier wieder was Schönes. Ich kann hier jetzt die Regenrinne hochklettern. Die scheint aus Kupfer zu sein. Halt! Was sehe ich da? Komme ich da irgendwie hin? Kann man hier lang? Ja. Können wir hier lang hangeln? Ja, und hier kommen wir auch wieder hoch. Gut. Das sieht aus wie Wasser und Häuser, die aus dem Wasser gucken. So ein bisschen. Noch jedenfalls. Komm mal hoch, Kind. Gut. Und jetzt gleich zur Wand sprinten. Ein junger Damensprint. Obwohl es ja auch Frauen gibt, die sehr schnell laufen können. Sogar schneller als Männer. Auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt. Also, als viele Männer. Es gibt auch Männer, die dann noch schneller sind. Da! Ich hab dich gesehen. Ja, wir gehen mal hier gucken. Nee, hier geht's... Hier geht's auch hoch. Wo bin ich denn hier? Ach, hier bin ich bei der Kiste. Oh, scheiße, jetzt sind wir wieder zurück. Ich hätte da noch nicht hingehen sollen. Was ist das, ein Feuerzeug? Weil dann sind wir immer automatisch wieder beim... Da ist er ganz dicht. Beim Bruder. Das muss ich mir fürs nächste Mal merken. Denn da war noch was. Ach, jetzt kann ich hier Feuer machen. Es ist ihm nicht mehr so kalt. Das ist gut. Essen müsstet ihr mal was. Würde ich sagen. Gute Nacht. Ach so. Die Mutter ist auch fischen gegangen und dann kam ein Unwetter und die Mutti ist ertrunken? Oder wie soll ich das jetzt deuten? Wir gucken gleich nochmal nach, wenn sie aufgewacht ist. Es ärgert mich jetzt. Also die Kiste darf ich denn noch nicht holen. Ich muss erst alles durchforschen. So. Vielleicht finde ich da ja nochmal hin. Jetzt braucht er was zu trinken. Der Taku. Ah, verkehrt. Tatsächlich. Aha, 44 Felder gibt es. Also, Mutti ist auch fischen gegangen und hat keinen Fisch gefangen, sondern ein Unwetter hat sich's eingefangen und dabei ist sie ertrunken. Toll. Was sagt eigentlich die Karte, wenn wir hier so rumfahren? Aber guck mal, die Karte deckt sich dann auch auf. Achso, ich muss ja so Gas geben. Wir bewegen uns jetzt mal in Richtung dieses Paketes. Dazu benutze ich mal auch wieder... Hier ist was. Das... Huch! Das war ein Rochen. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Da ist wieder der Dicke. Hallo. Wo ist denn jetzt Karte? Ah, ich schwimme drauf zu. Der Fisch macht lustige Geräusche.
Es ist wie ein Delfin, ne? Warum haben die alle so eine Dinger dran? Wartet mal, ich schaue noch mal auf die Karte. Ja, das waren alle. Mehr war nicht. Sind wir auch in der Nähe von dem Paket? Was ist das da? Ein Schwein? Da hinten ein Schwein! Ach so, das ist das Boot. Ich werf noch mal einen Blick in die Runde. Wo ist jetzt mein Paket? Oh, das ist ein Riesenrad. Guck mal, was ist da hinten? Hier irgendwie lang. Wartet mal, ich schau mal wieder auf die Karte. Ja, ich bin irgendwie... Warte, ich guck noch mal hier mit. Immer in der Hoffnung, das ist eine Brücke oder sowas. Ein Riesenturm. Immer noch in der Hoffnung, was zu finden. Hotel Waldwiese. Wildeis oder so. Sind wir denn jetzt wenigstens in der Nähe von dem Ding? Ja. Da ist noch sowas. Ach, guck mal, hier ist, hängt noch ein Schwein. Also hier, da können wir hoch. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann sollte ich mir vielleicht das da holen. Die Sachen werden aber nicht angezeigt auf der Karte, ne? Das ist ganz schön. Da, das Kaputte da. Was sind das denn da für Dinge? Das sind irgendwie Scheinwerfer, Lampen. Ich guck nur einmal eine Runde rum, aber hier ist nichts weiter. Jetzt müssen wir hier einen Aufstieg... Ah, da ist er. Aber dafür, dass hier normal englischsprachige Schrift ist, spricht sie doch ein wenig seltsam. Wie lange ist denn das schon alles her? Ah, da kam wohl auch schlechtes Wetter. Mal gucken, wo waren die Karte hier? Hier, da ist sie. Nochmal wieder das Obligatorische mit dem Fernglas. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Ich habe wieder Fische. Fliegende Fische oder was? Wartet mal, schau mal ins Buch. Aha, das sind Kreaturen. Da sind ja nicht mehr viele zu finden. Da fehlen mir ja nur noch drei. Huch. Hotel Wildeis. Da wollen wir jetzt mal hin. Huch. So. Das ist ganz oben. Ich sollte jede Etage absammeln. Oder ablaufen, nicht absammeln. Vielleicht finden wir da ja noch andere Dinge. Nee, da kann sie nicht drauf stehen. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Hier vielleicht? Mal hoch, Kleine. Aber wer weiß, wie klein sie wirklich ist oder wie alt sie wirklich ist. Kann man mir schlecht sagen. Ich gehe jetzt hier einmal rum. Ich werde jetzt noch nicht gleich hochklettern. Erstmal schauen, wie weit wir kommen.
Aber ich komme hier gar nicht so sehr weit. Ist denn da noch irgendwas? Nee. Ja, könnte sowas wie die Freiheitsstatue symbolisieren, hier die Dame. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Da können wir hoch. Und komm, hoch. Jawohl. Wir gehen jetzt mal hier lang. Macht mal Platz, Vögelchens. Jetzt muss ich hier hochklettern und hier lang klettern. Wir müssen auf die nächsten... Da, da ist auch schon was. Guck mal, das... Ist ja schön. Und jetzt? Wie komme ich denn da hin? Hier jedenfalls nicht. Muss ich erst noch einen anderen Weg finden. Also. Hier geht es auch nicht weiter. Also hier. Muss ich da hinten irgendwo wieder runter? Nehme ich mal ganz stark an. So, nach oben. Machst du fein. Und noch einmal. Komm. Hoch, 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 hoch. Keine Müdigkeit vorschützen. Der Dampffisch. Ich kann nur da runter. Wo? Da war er wieder. Jetzt habe ich die Kreatur auch. Aha. Was immer der darstellt. Kommt man denn da hin? Da haben wir so. Oh, das Wasser stand sogar höher, als die Stadt war. Hm. Hier hat man aber einen guten Ausblick auf das Nichts. Das mal ein Hügel. Nee, das sind alles Gebäude, die hier rausschauen. Mensch, wie hoch ist das Meer gestiegen? Und es ist überhaupt kein Land zu sehen. Gar nichts. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Nee, hier geht es nicht weiter. Wie man hier weiter... sorry. Hochkommt. Und vor allen Dingen, wie man da runterkommt. Hier kommt man runter. So. Jetzt klettern wir einmal ums Haus. Da ist nichts. Und hoch. Da ist wieder ein Buch. Oh, das schien eine ganze Weile hochzustehen, das Wasser, ne? Aha. Was soll das sein? Wir brauchen einen Damm. Ich weiß es nicht, wie man das deuten soll. Da fehlt auch noch zu viel. Ich kann hier nur runter. Doch schon. Waren wir hier nicht schon? Ich kann durch Äste laufen. Ja. Oder nein. Oder doch. Oder bin ich jetzt da, wo ich hin wollte? Ich wollte ja noch auf diesen anderen. Hier waren wir noch nicht. Nein, 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 nein. Das kenne ich noch gar nicht hier. Da ist auch das, was ich meinte, wo ich noch hin wollte. Zehn, aha.
Pflanzen haben sich das denn langsam wiedergeholt? Oder wie soll man das verstehen? Kann man hier eigentlich rüber? Nein. So, jetzt haben wir die hier alle. Ach, da, ist da die Mauer kaputt? Ja. Ich kann hier aber nur runter, ne? Nein, hier kann ich noch lang. Und jetzt? Dann bin ich einmal drumherum geklettert. Ach so, guck mal, wo ich vorhin nicht... Ich muss irgendwo den richtigen Weg verpasst haben. Nein, wir wollen noch nicht ins Boot. Wir wollen noch die Sachen haben. Die liegen oben auf dem Dach. Oh, ich muss dich dann ins Mikro. Entschuldigung. Huch. Ich stelle mir das mal ein bisschen dichter. So. Ich spiele ja mit Controller und dann sitze ich ja automatisch etwas weiter weg vom Computer. Vom Mikro. Oh, vom Computer. Meine Fresse. Ja, ich hatte heute einen anstrengenden Tag. Ich hatte heute einen dicken Kopf. Nach der gestrigen Hitze bin ich heute früh mit Kopfschmerzen aufgewacht. Die aber jetzt Gott sei Dank weg sind. Und mich auch ganz schön gestört haben. Ich wollte nämlich heute arbeitsmäßig was machen, was Spezielles. Aber das hat sehr gut geklappt und funktioniert. Und da war das alles wieder halb so schlimm und vergessen. Wir müssen da wieder hoch. Wir müssen ja nach ganz oben auf das Dach rauf irgendwie. Jetzt kann ich da, glaube ich, rauf. Jetzt habe ich hier, glaube ich, alle Sachen gefunden. Oh, nun komm. Und noch ein. Hops. Jetzt erstmal schauen, wo es hier weitergehen kann. Da müssen wir irgendwie hoch. Hier geht's nur noch nicht hoch. Und wir brauchen ja was zu trinken für den Bruder. So, und hüpf und hoch mit dir, Kind. Hier ist auch nichts, wo wir klettern können. Ich gehe mal hier lang. Huch, komm. Ja, dann geht's wieder nur nach unten. Hier geht sie nicht hin. Aber ich kann hier zur Not auch wieder hochklettern. Ich muss irgendwo was übersehen haben. Wir werden ja hier um das Haus rumgeführt. Hier irgendwas? Hier außen? Hier habe ich ja nicht geguckt. Nee. Verstehe ich nicht. Ich habe 100 pro was übersehen. Hier geht's wieder runter. Da will ich ja jetzt nicht hin. Da geht sie nicht rauf. Muss das da oben ja was sein? Hier sind auch nur glatte Wände. Hm. Könnte ruhig ein bisschen schneller laufen. Macht sie aber nicht. Oh, das war das Fernglas. Macht sie nicht, die Kleine. Hat ihren eigenen Kopf. Naja, dann klettern wir hier mal hoch. Geht ja recht zügig. Ich dachte, ich schaffe das noch in dieser Folge. Aber wo kommen wir hier weiter? Gegen die Wand gelaufen. Da an die Mauern, an dem Mauersims hängt sie sich nicht. Sie geht nur an dieses Ding ran.
Hier vielleicht irgendwo. Hier geht's aber auch nicht höher. Ich schau ein Ding und hoch mit dir und dann. Oh, da kannst du, das kannst du doch nicht. Da fehlen doch die. Sag mal. Dann auch wirklich ihren eigenen Kopf. Hier kann man nochmal runter, aber macht das Sinn? Hier ist eine Regenrinne, die habe ich übersehen. Ha, ha, ha. Nochmal hoch. Ja, 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 ja. Das war der Weg, der mir gefehlt hat. Nehme ich mal an. Oh, wir sind hier immer noch nicht durch. Okay, jetzt mache ich hier einen Stopp, hol mir was zu trinken und wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.